Valuta in Zusammenarbeit mit Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung. Und Graubündner Kantonalbank. Mit dem Herbst muss man vermehrt mit schwierigen Bedingungen auf der Straße rechnen. Die Sichtverhältnisse sind zum Teil schlechter und der Bremsweg oft länger, wenn die Strassen nass sind oder viel Laub auf dem Belag liegt. Das ist Valuta, einen guten Abend. Statistiken belegen, dass das Unfallrisiko auf der herbstlichen Straße steigt. Die Wege werden kürzer und Nebel schränkt oft die Sicht ein. Betroffen sind alle Verkehrsteilnehmer. Das Sturz- und Schleuderrisiko ist auf der feuchten und mit Laub bedeckten Straße grösser. Zudem kann die Sicht durch eine dreckige Windschutzscheibe oder das Sonnenlicht eingeschränkt sein. Ja, auf was muss man auf der herbstlichen Straße besonders schauen? Und wie kann man Unfälle möglichst verhindern? Darüber reden wir jetzt mit dem Gerald Lux von Helvetia. Guten Abend. Guten Abend, Herr Specher. Haben Sie auch schon kritische Situationen erlebt auf der herbstlichen Straße? Da habe ich durchaus, jawohl, und auch viele von meinen Kunden. Ganz genau. Die Sicht ist ja oft eingeschränkt, man sieht vielleicht nichts. Auf was muss man denn besonders schauen? Ja, es ist wichtig, dass man saubere Scheiben hat, dass man eine gute Sicht hat. Also mein Tipp, ab und zu das Wasser kontrollieren, Scheibenwasser kontrollieren. Und natürlich auch schauen, dass man vorausschaut und entsprechend das Tempo anpassen der Situation. Es ist doch früher dunkel und länger am Morgen dunkel. Das hindert alles am sicheren Vorwärtskommen. Also die Scheiben putzen nicht nur im Winter, sondern eben auch im Herbst ist es wichtig. Die Straßen sind oft nass und feucht. Der Bremsweg verlängert sich. Das ist eine Gefahr. Das ist ja so. Durch Nässe am Boden und zudem noch Blätter am Boden verlängert sich der Bremsweg. Bei 80 Stundenkilometer kann das durchaus einmal 20 Meter ausmachen. Und die 20 Meter sind dann schon matchentscheidend. Jawohl. Eben, wenn sich der Bremsweg verlängert, ist das Unfallrisiko grösser. Für alle Verkehrsteilnehmer ist es gefährlicher im Herbst. Wie kann man so Unfälle verhindern? Unfall verhindern kann man auf jeden Fall immer, wenn man vorausschaut. Wenn man achtsam ist, aufs Tempo, angepasst fährt. Weiters im Herbst ist natürlich auch der Winterradwechsel. Nicht dann, wenn alle gehen, sondern es gibt eine goldige Regel, sowieso, von Oktober bis Ostern. Und dann hat man noch nicht so lange Wartezeiten in der Garage. Aber dann würden ja eben alle gleichzeitig gehen, wenn es alle so machen. Ja, natürlich, aber der Oktober hat eine lange Zeit und es machen doch nicht alle so. Von dort her, wer früh anfängt, ist sicher gut bedient. Zudem, so ein Winter-Einbruch kann ja auch im Oktober schon da sein. Genau. Wildwechsel ist auch ein Thema. Deshalb ist auch immer gut zum Schauen in der Dämmerung, wo bin ich unterwegs, ist eine Gefahr da. Vielfach wird sie ja ausgeschildert. Genau, zu dem kommen wir gerade. Danke mal für das Erste. Ja, eine zusätzliche Gefahr im Herbst sind Wildtiere, die auch hier in der Region immer wieder zu Unfällen führen. Besonders im Herbst kommt es vor, dass Wildtiere plötzlich die Straße überqueren. Aus diesem Grund gibt es in den Herbstmonaten häufiger Kollisionen, wie zum Beispiel mit Reh oder auch Wildsäu. Heikel ist es gegen Abend und in der Nacht. Erhöhte Aufmerksamkeit braucht es vor allem auf Strassen in der Nähe von Wäldern und Feldern. Ja, Gerald Lux, wie soll man sich jetzt verhalten, wenn es halt gleich einmal zu einer Kollision kommt mit einem Wildtier? Also bei einer Kollision mit einem Wildtier ist sofort anhalten, die Unfallstelle sichern und dann ganz rasch einen Wildhüter oder die Polizei anrufen. Genau. Wichtig ist auch nicht zum Wild dazuherzugehen, weil ein angefahrenes Wild hat so schon genug Stress und man weiß nicht, wie sich Wildtiere verhalten. Und dann warten auf die Polizei. Braucht es immer eine Polizei? Immer noch, ganz genau. Ja. Aber kann man auch einen Wildhüter anrufen? Ja, wenn man den Wildhüter kennt, in der Regel kennt man nicht unbedingt den Wildhüter in der Region. Somit ist der Anruf der Polizei ganz sicherlich richtig. Und sie haben es aufgebaut und wissen ganz genau, wo der Wildhüter aufzubieten ist. Genau. Wir haben es schon ein bisschen gehört, eben in den Feldern oder in der Nähe von Feldern und Wäldern ist es gefährlich. Wie kann man so Unfälle mit Wildtieren möglichst verhindern? Es gibt ausgeschilderte Weg, Strassen, wo Wildwechsel mit dem schönen Dreieck, wo der Hirsch drauf ist, achtsam wirklich beachten darf. Zum Beispiel gibt es zwischen Grabs und Gams im St. Gallischen einen regen Wildwechsel bis zu 100 Tiere. Immer am Abend. Das ist wunderbar auf YouTube zum Beobachten. Aber das ist eben auch gefährlich. Das heisst, Tempo reduzieren, vorausschauen und auf der Hut sein.
Eben, wenn es jetzt mal gleich zu einer Kollision kommt, das kann einen rechten Knall geben, es kann einen grossen Schaden am Auto verursachen. Wer haftet bei Unfällen mit Wildtieren? Wir machen da zwei Unterschiede am besten. Zwei Beispiele. Also einmal, ich fahre ein Tier an und es verändert und wird gefunden und es ist verändert. Dann habe ich einen Schaden in meinem Auto. Das zahlt meine Teilkasko, falls ich eine Teilkaskoversicherung habe. Tue ich dem Tier aber ausweichen und ich fahre in eine Leitplanke rein, mache ich einen Schaden an einem Dritten. Das heisst, meine Vollkasko hätte eine Vollkasko. Schadenverminderung respektive Bezahlung an der Leitplanke durch die Haftpflicht. Und bei mir, mein Schaden, ist die Vollkasko. Somit sind eigentlich drei Schäden, die man miteinander separat anschauen muss. Danke vielmals für das Gespräch, Gerald Lux. Sehr gerne, Herr Spescher. Ja, wenn man pensioniert wird, fällt plötzlich das gewohnte Einkommen weg und man ist auf die Rente angewiesen. Was für Leistungen kann man im Alter erwarten? Und wie soll man nach der Pensionierung sein Erspartes anlegen? Und wie kann man frühzeitig dafür sorgen, dass es im Alter nicht finanziell eng wird? Antworten und Tipps bringen wir das nächste Mal wieder hier in Valuta. Einen schönen Abend.